Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, heute geht's gleich weiter mit einer weiteren Vorstellung einer Umwandlung, einer Mod, wie auch immer man es nennen will, hier für den Microsoft Flight Simulator. Hatten ja gerade erst den A380 getestet. Ich habe mich mal bei Flight Sim TU, wo ich ja mal die ganzen Mods her habe, mal weiter umgeguckt, was es noch so die letzten Wochen, Monate gab. Ich habe da noch zwei, drei weitere interessante Flugzeuge gefunden, wo ich dachte, dass ich die vielleicht mal vorstellen kann. Heute ist es eine Umwandlung von Jet 1, Jet 1, wie auch immer ausgesprochen wird. Und zwar eine Boeing 737-800 auch wieder von FSX. Umgewandelt wie auch schon der A380. Und ja, ich dachte auch, den können wir uns heute mal anschauen. Mal gucken, was der so zu bieten hat. Genau, und da sehen wir also auch schon hier die 737 vor uns in der Ryanair-Lackierung. Endlich mal ein Flugzeug, das passend zu meinen Landungen ist. genau. Und können uns das hier gleich mal ein bisschen anschauen. Und auch hier, wie beim A380, fällt uns schon wieder auf, ja, die Textur. Es ist halt eine Umwandlung, es ist Freeware, müssen wir natürlich auch gleich wieder von Anfang an Rücksichtnahme drauf nehmen. Deswegen natürlich wieder von der Auflösung nicht unendlich High Quality. Aber auch hier finde ich auf alle Fälle, das Außenmodell ist an sich wieder gelungen. Wie gesagt, es ist ja an sich nur umgewandelt. Genau, und von weiter weg fällt einem auch schon nicht mehr auf, dass die Textur so von nahen wieder nicht so doll ist. Von hier sieht man das kaum noch. Genau, das auf alle Fälle wieder sehr vernünftig, glaube ich. Können auch. Falsche Taste. Können dann auch mal wieder hier ja, reingucken ins Cockpit und auch da fällt uns wieder auf. Ist wieder vom A320 übernommen. Da natürlich der Unterschied schon ein bisschen doller als gestern beim A380, wo ja Airbus eigentlich gefühlt immer die gleichen Cockpits hat. Hier ist natürlich schon ein bisschen größerer Unterschied, ne, hier Steuerknüppel bei Airbus, normalerweise hat Boeing ja einen Joke, also da ist das schon ein bisschen gravierender jetzt hier diesmal, aber wie gesagt, bei Umwandlung und Freeware kann man eigentlich eh nie erwarten, dass jetzt hier auf einmal das richtige Cockpit ist, von daher nehmen wir das mal so hin. Hauptsache das Ding fliegt gleich erstmal ordentlich. Und dementsprechend würde ich auch sagen, geben wir einfach mal ein bisschen Schub. Und auch da, wenn ich vielleicht mal ein bisschen lauter mache, fällt glaube ich wieder auf, dass der Sound der Triebwerke schon wieder ein bisschen anders ist. Also der ist wieder nicht 1:1 übernommen, glücklicherweise. Können noch mal von außen hören. Von außen hören das Ganze. Genau, also das eigentlich sehr vernünftig und dann würden wir jetzt einfach mal die Parkbremse lösen. Ah, ich bin glaube ich auf Pause, ja, guck mal, da war das Problem und dann geht's hier los mit der 737. Gibt natürlich auch schon auf dem Marketplace, so im Gegensatz zum A380 schon einige Alternativen, also die 737 ist jetzt bisher nicht so alternativlos, aber Freeware hat man da natürlich recht wenig. Dann können wir hier gleich mal abheben. Gleich mal abheben, ja. Dann mal das Fahrwerk hochfahren. Mal schauen, wie die Animation ist. Wie sieht sehr vernünftig aus. Genau, also da
auf alle Fälle schon mal alles recht vernünftig, würde ich sagen. Also könnte schlimmer sein, denke ich. So, dann können wir uns auch hier nochmal die mitgeführten Lackierung anschauen. Da haben wir einmal American, United, Delta, Lufthansa, Fly Dubai, Ryanair und Southwest. Also auch vor allem natürlich die amerikanischen Airlines, die die größtenteils, glaube ich, auch so 737s benutzen. Lufthansa hat, glaube ich, auf der Mittelstrecke eigentlich nur Flugzeuge der Art 320 Familie, also wundert mich ein bisschen. Genau, aber auf alle Fälle sind da auch so ein paar Lackierungen schon mal mitgeliefert, mit denen man, glaube ich, auf alle Fälle was anfangen kann. So, dann machen wir auch gleich mal unsere erste Landung. Gleich mal da, wo wir gestartet sind, landen wir auch gleich mal hier auf Malle. Dann schauen wir mal, wie das denn so klappt. Flugmodell fühlt sich bisher ganz vernünftig an. Kann auch sein, dass einfach das am A320 übernommen wurde. Ich glaube, am Ende würden sich da beide nicht viel tun. Schauen wir mal, dass wir hier vernünftig unsere erste Landung durchführen. Fallouts haben wir auf alle Fälle schon mal keine. Wir springen hier bei der Landung. Reverse Thrust klappt auch alles soweit. Auch Störklappen, glaube ich, ganz vernünftig animiert. Die Flaps auch. Also, das sieht schon mal, glaube ich, recht vernünftig auch alles aus. Wir können uns hier die Landung jetzt auch nochmal im Replay angucken. Glaube also für meine erste Landung hier drin gar nicht mal allzu schlecht. Ja, dass auf einmal so das Hinterrand da hüpft. Ich weiß nicht, ob das jetzt an der Landebahn liegt oder am Flugzeug. Ja, aber wie gesagt, die Animation auf alle Fälle sehen, glaube ich, auch alle ganz vernünftig aus. Wo wir jetzt gelandet sind, war da jetzt keine Rauchbildung bei den Rädern, aber ich glaube, da kann man auch erstmal von hinweg sehen. Was bei solchen Modvorstellungen natürlich auf diesem Kanal nie fehlen darf, ist nochmal eine Landung auf St. Martin. Da haben wir mal wieder ein Flugzeug vorne im Weg, aber ignorieren wir auch mal wieder gekonnt. Mal schauen, einfach mal landen. Der startet gerade auf, vielleicht ist er eh schneller als wir weg. Natürlich eine sehr gekonnte Operation hier. So, kommen hier runter. Bisschen spät an der Landung. Halbwegs harte Landung. Aber auch das hat wieder geklappt mit einer wunderschönen 747 vor uns, die da den Absprung macht. Und ja, auch das hier war definitiv kein Problem für die 737, denke ich. Man muss ja auch sagen, auch in Wirklichkeit hat die 737 ja wirklich eine sehr gute Performance, glaube ich, so was die Landung angeht. Also da sind auch kurze Landebahnen möglich und eine solche kommt jetzt. Und zwar landen wir hier in London City. Das könnte jetzt wirklich langsam eine Herausforderung werden. Vor uns war gerade auch schon wieder ein Flugzeug. Ich weiß nicht, seit wann in Microsoft Flight Simulator so viele Flugzeuge hier fliegen. Das ist auf alle Fälle sehr spannend. Aber kommen jetzt hier langsam runter. Dann schauen wir mal, ob die 737 das auch noch so locker schafft wie die vorherigen zwei
Landung, das kommt jetzt hier nämlich wirklich so langsam sehr, sehr spannend werden. Jetzt hier runter auf die Markierung, bisschen vor der Markierung. Auch wieder keine schöne Landung. Und jetzt voll in die Eisen. Und auch das hat tatsächlich sehr überraschend gut geklappt. Können ja sogar schon eine früher runter. Also ja, auch hier im Flight Simulator hat die 737 oder zumindest diese Mod eine sehr, sehr gute, starke Performance auf alle Fälle, muss man so sagen. So, jetzt zum Schluss stellen wir der 737 nochmal den ultimativen Test, und zwar versuchen wir hier auf St. Barthélemy zu landen. Ja, eine sehr kurze Landebahn. Das 2000 irgendwas Fuß, aber so 100 Meter oder so. Das wird jetzt definitiv sehr schwierig. Eine Landebahn, die definitiv nicht für so große Verkehrsflugzeuge ausgelegt ist. Aber wir schauen einfach mal. Das wird auf alle Fälle gleich eine sehr harte Landung werden. Aber das kennt man ja eh nicht anders von mir. Jetzt gehen wir hier runter. Wird gleich keiner auf dem Strand drauf gehen. Schauen wir einfach mal, wie das denn klappt, ob das klappt. Der Bär kommt uns immer näher, aber wir kommen tatsächlich zum Stoppen. Wir kommen tatsächlich zum Stoppen. Also, ja, jetzt hat man, glaube ich, wirklich alles gesehen, aber tatsächlich hat das Ganze wieder geklappt. Wir können uns auch diese Landung jetzt nochmal von außen antun. Geht hier auf alle Fälle ja, sehr flach über den Strand. Vielleicht haben wir sogar den Zaun abgerissen. Aber sogar eine halbwegs vernünftige Landung dafür, dass wir hier doch sehr schnell runterkommen mussten. Und ja, das hat, also wie gesagt, glaube ich, echt sehr, sehr vernünftig geklappt, das Ganze. Kann man nicht anders sagen. Und ja, damit können wir, glaube ich, jetzt wirklich bestätigen, dass hier wirklich dieses Flugzeug überall landen kann, gefühlt. Genau, mit dieser Erkenntnis soll es das dann auch für heute gewesen sein. Wie immer nochmal das Fazit. Also auch die Umwandlung hier finde ich sehr oder recht gelungen auf alle Fälle. Auch hier wieder natürlich im Bereich von dem, was möglich ist. Ist wieder kostenlos, dementsprechend könnt ihr es einfach mal ausprobieren, wenn ihr wollt. Ja, also von der Qualität sind natürlich wahrscheinlich die Alternativen auf dem Marktplatz, oder auf dem Marketplace, die Geld kosten, natürlich besser, aber für kostenlos finde ich die auf alle Fälle vollkommen in Ordnung. Ihr könnt ja mal eure Meinung wieder in die Kommentare schreiben. Und dann lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, um nichts weiteres zu verpassen. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.